Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1948, der Philosoph Karl Popper führt den Begriff Conspiracy Theory of Society ein. Er nahm diese Wortprägung dann in spätere Auflagen des auch heute noch sehr lesenswerten Buches Die offene Gesellschaft und ihre Feinde auf. Die Urfassung war bereits kurz nach Kriegsende in London erschienen. Karl Popper gilt als wahrscheinlich, dass der deutsche Begriff Verschwörungstheorie bereits in kriminologischen Studien des vorausgegangenen Jahrhunderts aufgetaucht sei. In jüngster Zeit hat sich der Tübinger Amerikanist Michael Butter vor allem in seinem beeindruckenden Buch »Nichts ist, wie es scheint« mit dem immer expansiver sich ausnehmenden Phänomen beschäftigt. Michael Butter, für ihn ist es ein eindeutiges Symptom für eine tiefer liegende Krise demokratischer Gesellschaften, das Verschwörungssyndrom. Wichtig auch die erkenntnistheoretische Studie des Erfurter Philosophen und Literaturwissenschaftlers Karl Hepfer in seinem Buch Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft. Hier wird an vielen Fallbeispielen der systematischen Frage nachgegangen, wie denn überhaupt Verschwörungstheorien unsere Wirklichkeitswahrnehmung affizieren, wie sie sie formen. Unverzichtbar erscheint weiterhin die vor einigen Jahren publizierte empirische Analyse des New Yorker Politologen Michael Barkun unter dem Titel A Culture of Conspiracy, Apocalyptic Visions in Contemporary America. Hierin wird detailreich unter anderem dargelegt, wie sich Verschwörungstopografien mit dem globalen Aufkommen des Internets und anderer sozialer oder sagen wir auch asozialer Medien verändert haben. Popper jedenfalls umriss die Verschwörungstheorie so, dass, ich zitiere, die Erklärung eines sozialen Phänomens in der Entdeckung besteht, dass Menschen oder Gruppen an dem Eintreten dieses Ereignisses interessiert waren und dass sie konspiriert haben, um es herbeizuführen, wobei ihre Interessen manchmal verborgen sind und erst enthüllt werden müssen. Soweit Popper. Realitäten wie Krieg, Arbeitslosigkeit, Armut, Knappheit, allesamt Fakten, die man als bedrohlich empfindet und die Existenzängste generieren, werden von dieser Theorie als gewollt und geplant erklärt. Zur fixen Idee gerät dann die vermeintlich evidente Beweislage, dass ein geheimer Bund unsichtbarer, aber mit extremer Macht versehene Akteure gleichsam hinter den Kulissen des Welttheaters dessen Geschehen inszenieren. Popper argumentiert ebenso, dass in einer säkularen Welt ohne religiöse Sinngebungsinstanzen die erwähnten Fakten und anderes mehr als Strategien mächtiger Personen und Gruppen begriffen werden. Nun, eine Konsequenz dessen, was vor mehr als einem Jahrhundert bereits der ungarische Philosoph Georg Lukács als Zustand transzendentaler Obdachlosigkeit bezeichnet hat. G.K. Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, tja, der selbst vom Verschwörungsglauben nicht freizusprechende englische Krimi-Schriftsteller, dem wir die Romane um Pater Brown verdanken, formulierte das zugespitzt einmal so: Seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht etwa an nichts mehr, sondern an alles. Seitdem gewinnt das Verschwörungstheorie-Syndrom auch im Bereich der künstlerischen Auseinandersetzung verstärkte Beachtung. So in meinem heutigen Thema. Fiktionale künstlerische Welten haben, wie ich noch zeigen will, per se
eine gewisse Affinität zu diesen Theorien, die ungeheure in der Literaturgeschichte zuvor nie so zahlreiche und vielfältige dystopische Dichtung ist hierfür also ein Beispiel, wie die nicht minder große Resonanz etwa auf die Romane Umberto Ecos, darunter Der Name der Rose und noch viel intensiver das Foucault'sche Pendel, worin drei Männer alle möglichen Verschwörungstheorien der Geschichte kompilieren, damit sich aber selbst in allerhöchste Gefahr bringen, da die alten Verschwörungsgemeinden sich revitalisieren und zur Attacke übergehen. Ecos eigener essayistischer Versuch, genannt Verschwörung, eine Suche nach Mustern, flankierte seine so spannende Prosa. Ganz zu schweigen von den in unzählige Sprachen übersetzten und verfilmten Thriller-Roman des Bestseller-Autors Dan Brown, darunter auch The Da Vinci Code, der in der deutschen Übersetzung unter dem Titel Sakrileg erschien. Von, wie ich finde, ungleich größerer literarischer Qualität präsentiert sich Philip Roths Roman The Plot Against America, der die Naht- und Schnittstellen zwischen historischen Fakten und ja, historisierender Fantasie nachspürt, die Hypothese gleichsam als Gestaltungsprinzip. Was wäre, wenn? Hier als Frage, was sich ereignet hätte, wenn eine faschistische Verschwörung in den USA der 40er Jahre zum Sieg und zur Machtinbesitznahme gelangt wäre. Meine Damen und Herren, Verschwörungs- und Verleumdungstheorien werden gegenwärtig unter den unterschiedlichsten Gesichtspunkten betrachtet. Philosophische, soziologische, psychologische, ja, theologische Analysen mit unterschiedlichsten und bisweilen konträrsten Interpretationsmustern befinden sich dabei auch in einer durchaus spannenden interdisziplinären Debatte. Dabei geraten der aktuellen Globalsituation geschuldet bestimmte Themen zum bevorzugten Untersuchungsgegenstand zu nennen, sind hier weltweite Erscheinungen wie sehr aktuell Pandemie, Fundamentalismus, Migration, diverse Weltverschwörungserzählungen und anderes. Klima. In einem kurzen Abriss möchte ich dazu einige für mich entscheidende Punkte knapp behandeln. Der hier von mir unternommene, bescheidene, recht rhapsodisch verfahrende Ergänzungsversuch will an einigen Beispielen dem Verschwörungstheorie-Syndrom im ästhetischen Bereich nachspüren. Entschieden habe ich mich hier wissend gleichwohl um die ungebrochen andauernde Attraktivität in der Belletristik, vorrangig und mit nur wenigen Ausnahmen für die Tonkunst. Dass das Konspirationssyndrom auch in diesem immateriellen Kunstraum erscheint, ist bislang noch kaum reflektiert worden. Musik und Verschwörung, eine merkwürdige Liaison, gleich Näheres dazu. Sogar einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts geriet zeitweilig in den gleisnerischen Sog von Verschwörungstheorien. In Thomas Manns Betrachtung eines Unpolitischen, ein frühes Werk von ihm, lesen wir das Folgende. Nicht geahnt, ich zitiere, nicht geahnt hatten wir, dass unter der Decke des friedsam internationalen Verkehrs in Gottes weiter Welt der Hass, der unauslöschliche Todhass der politischen Demokratie, des freimaurerisch-republikanischen Rhetor-Bourgeois von 1789 gegen uns, gegen unsere Staatseinrichtung, unseren seelischen Militarismus, den Geist der Ordnung, Autorität und Pflicht am verfluchten Werke war. Zur Sprache, meine Damen und Herren, sollen schwerpunktmäßig die obskuren Mutmaßungen über Mozarts Tod kommen.
die sogar auf der Schauspiel- und Opernbühne sowie im Spielfilm zum Handlungszentrum aufstiegen. Hernach werden die nicht minder obskuren Äußerungen Richard Wagners über das sogenannte Judentum in der Musik und seine darüber noch hinausgehende Idiosynkrasie ins Blickfeld gerückt. Abschließend will ich einige Hinweise auf die verschwörungstheoretische Unterstellung einer angeblich von der CIA unternommenen Manipulation der amerikanischen Musikszene zur Zeit des Vietnamkrieges geben. Flankierend und komplementär zu diesem Schwerpunkt möchte ich mit einigen kurzen Rede- und Musikausschnitten den Facettenreichtum des verschwörungstheoretischen Phänomens aufzeigen, die Musik dabei nur beschreibend. Am desolatesten, untersten und eiseskaltesten Ort der Hölle, im 34. Gesang des Inferno, treffen Vergil und Dante auf den Satan, den Archetypus des bösen Verschwörers, der in der christlichen Überlieferung als Luzifer, also Lichtbringer, eine Palastrevolte gegen Gott anzettelte. Als gefallener Engel galt er dem palästinensischen Judentum und im Mittelalter mochte man in Satan, Teufel und Luzifer nicht mehr getrennte Instanzen auszumachen. Der Topos irdischen Leidens als Folge einer Verschwörung in den oberen Rängen ließ diese zum genuin Malum, zum Bösen schlechthin avancieren. Das Keinsmal des Bösen, bestimmt auch heute noch, wenn auch auf kontingenten, wirren, umgestülpten und Ideologie durchdrängten Wegen, den semantischen Hintergrund des Verschwörungsbegriffs. Dante jedenfalls macht da keine Ausnahme. Am besagten Ort stoßen die beiden Wanderer neben dem angeblichen und vom Topos des Bösen ebenfalls heimgesuchten Verräter Judas Iskariot, auch auf Brutus und Cassius, deren gegen Cäsar gerichtete Revolte bis in die Gegenwart hinein die Dolchstoß-Ikonografie vorwegnahm. Verschwörung heißt, sich im Geheimen und im gegenseitigen Vertrauen zueinander als Kollektiv zu konstituieren, um einem von allen sanktionierten Unternehmen gerecht zu werden, um dieses Unternehmen durchzuführen. Die Ziele solcher Unternehmungen sind höchst heterogen. Sie können den anderen die Freiheit versprechen oder sie können beabsichtigen, die Existenz bestimmter anderer zu beenden. Geheimhaltung der Unternehmung bis zum Tage ihrer ostentativen Manifestation, ihrer Erscheinung, ihrer klaren, ist obligatorisch. Die clandestine Operationstechnik ist dem Kollektiv wesentlich zuzuordnen. In Georg Simmels großartiger Soziologie wird dies als genuine und repräsentative Gestaltung des geheimen Kollektivs erkannt. Simmel schreibt in der Soziologie, sobald aber eine Gruppe als solche das Geheimnis als ihre Existenzform ergreift, wird dessen soziologischer Sinn ein innerer. Es bestimmt nun die Wechselbeziehung derer, die das Geheimnis gemeinsam besitzen. Da aber jenes Aufschließungsverhältnis gegen die Nicht-Eingeweihten mit seinen besonderen Nuancen auch hier besteht, so bedeutet die Soziologie der Geheimgesellschaft das komplizierte Problem, die immanenten Formen einer Gruppe festzustellen, die durch das geheimnismäßige Verhalten derselben gegen anderweitige Elemente bestimmt werden. So Georg Simmel. Verschwörungen implizieren keineswegs unabdingbar eine ihnen zugrunde liegende Verschwörungstheorie.
Sie können sich völlig unabhängig von aller konspirationistischen Fabulistik ereignen. Ihn braucht als rein politische, etwa revolutionäre oder kontrarevolutionäre Maßnahme nicht notwendig eine legendarische, eine mythopoetische Fundierung eignen. Des Senators Lucius Sergius Catilina im Jahr 63 vor Christi unternommener scheiternder Versuch etwa, sich der Führungsherrschaft in der Römischen Republik zu bemächtigen, ist eher als Putsch denn als Verschwörung zu klassifizieren. Antonio Salieris Oper, Catilina, aus den politisch äußerst brisanten Jahren 1791 und 1792, versehen mit einem auf die Gegenwart abzielenden Textbuch von Giambattista Casti, ist eben aus rein politischen Gründen von der Intendanz der Wiener Oper zurückgewiesen worden und erst 1994 in Darmstadt uraufgeführt worden. Der bissig sarkastische, leider allzu sehr vergessene österreichische Schriftsteller Albert Drach hatte gut ein Jahrzehnt zuvor den geradezu aller obskuren Verschwörungstheorie konträren Zug des Lucius Sergius Catilina herausgestellt. Ihn widerte es, so heißt es, an Heuchelei zu betreiben, einmal weil sie die Grundlage der geltenden Ordnung ist, aber auch insbesondere deshalb, weil sie eine Verbeugung vor den gegebenen Zuständen bedeutete. Und um gerade bei diesem Beispiel Catilina zu bleiben, hat im Februar 1875 Henrik Ibsen bereits scharfsinnig das zum Stereotyp geronnene Bildnis einer infamen verschwörungstheoretischen Strategie eher den Kontrahenten des Verschwörers, den unverdrossenen Anwälten der Majoritäten zugewiesen. Ibsen, Zitat, man darf daran erinnern, dass es wenige historische Persönlichkeiten gibt, deren Ruf ausschließlich in den Händen der Gegner gelegen hätte, als der Catilinas. Eine interessante Beobachtung. Und Ähnliches lässt sich über eine nicht minder prominente und von der Belletristik gern aufgesuchte politische Verschwörung sagen. Einer der reichsten und vornehmsten Edelleute der Genuesischen Republik, der junge Giovanni Luigi Fieschi, Graf von Lavagna, war alles andere als ein Verschwörungstheoretiker. Er hatte in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar des Jahres 1547 ein klares politisches Ziel, wollte seine Heimatstadt Genua, einer Finanz- und Handelsmetropole sondergleichen, aus dem Bund mit der hegemonialen Macht, verkörpert im römischen Kaiser Karl dem V., lösen. Nur deshalb galt es ihm als unvermeidbar. Den machtbesessenen Admiral Andrea Doria, der mit seinem ziemlich brutalen und intriganten Neffen den reichen Seestaat beherrschte, zu beseitigen, die Loslösung zu bewerkstelligen, was ja, wie wir wissen, misslang, der bei seiner Unternehmung ertrank. Man stellte seine Leiche 8 Wochen lang am Hafenbecken zur Schau. Jean-Jacques Rousseaus Wort, wonach Fieschi einer der merkwürdigsten Charaktere der Geschichte gewesen sei, soll Schillers voneinander abweichende Fassung zu seinem republikanischen Trauerspiel inspiriert haben. In der späteren Bühnenfassung Schillers wird der Tod durch Ertrinken ersetzt durch einen aufgeklärerisch gefärbten und vom Toleranzgedanken getragenen anderen Weise einer Variante, auf die auch Pietro Metastasios Textbuch La Clemenza di Tito, vertont unter anderem von Gluck und in seinem Todesjahr von Wolfgang Amadeus Mozart gesetzt hatte. Fiesco verzichtet auf die Herrschaft. Der Machtpolitiker erkennt nunmehr
eine gewagte Erdichtung im Einklang mit der republikanischen Idee vom allseitigen Glück in der Entsagung der Bedingung der Versöhnung. Kein Wunder, dass dieser Schluss als revolutionsfanal verstanden und deshalb natürlich auch verboten wurde. Zitat aus Schillers Drama: Ein Diadem erkämpfen ist groß, es wegwerfen ist göttlich. Geh unter, Tyrann, sei frei, Genua, und ich dein glücklichster Bürger. Die Geheimbund-Selbstbezeichnung als Verschwörung dergleichen in einer Untergrundsorganisation wie die vom Schlage des fundamental oppositionellen Gracchus Babeuf, ebenso der Putsch der sogenannten Verschwörer des 20. Juli, von deren kurioser oder auch bezeichnender Weise nicht eben wenige wie der Graf Stauffenberg, die in der Tat rassistischen Weltverschwörungstheorien der Nazis noch weitgehend geteilt hatten, können ebenfalls nicht unter die Rubrik der Conspiracy Theories gerückt werden. Nicht zuletzt gilt das auch für solche im Belletristik, Drama und Oper unentwegt als Kardinalexempel der Verschwörung angeführten Fälle, wie die erwähnten des Brutus und des Cassius. Verschwörungen, meine Damen und Herren, Conspirazioni tauchen bei Machiavelli oft auf, vor allem in seinen Florentiner Historien thematisiert, aber in den Diskursen, wo ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet ist, das bis zu ausgefeilten Ratschlägen zur Praxis des verschwörerischen Unternehmens reicht. Der Hass, also Odio, und die Verachtung, Disprezzo, des Volkes gegen den Herrscher bilden hier als großes innenpolitisches Gefahrenpotenzial das Ferment der Verschwörung. Die Ambivalenz des Begriffes liegt auch hier im lateinischen Sprachraum vor. Congiura kann zugleich Zusammenverschwörung und Zusammenschließung bedeuten. Congiurare kann beschwören und inständig bitten meinen. Die semantische Ambivalenz des Verschwörungsbegriffes ist keine deutsche Spezifität. Aus all dem folgt: Verschwörungen und Verschwörungstheorien weisen nur an Bruchstellen Gemeinsamkeiten auf. Beide Phänomene müssen klar voneinander geschieden betrachtet werden. Verschwörungstheoretiker spiegeln ihren gruppenspezifischen Identitätsraum mit stupender Mimetik eben das wider, was das Objekt ihrer Idiosynkrasie angeblich offenbart: das Kollektiv eines geheimen Bündnisses. Nachgerade axiomatisch gilt dem Wahrnehmungshorizont des verschwörungstheoretischen Blicks die Ausschaltung aller Zufälligkeit. Das anvisierte Objekt des imaginierten Konstrukts weist eine durch und durch geformte Struktur auf. Eine Struktur, die nur der diagnostischen Optik des Entlarvungskollektivs nicht entgeht, wohl aber der normalsterblichen Anlage, unsere Anlage zur Gefahrenverdrängung. Zur Eliminierung aller Zufälligkeit gesellt sich ein obskures Wirklichkeitsdementi. Ein Wirklichkeitsdementi. Das anvisierte Verschwörungsobjekt beherrscht virtuos die Ersetzung des Wirklichen durch das Scheinhafte. Es zu durchschauen gelingt einzig der aufdeckenden Perspektive des Verschwörungsdiagnostikers. Schließlich das paranoid grundierte Vermessen, das eine alles mit allem vernetzte Welt unterstellt, insinuiert. Verschwörungstheorien artikulieren sich auf eine derartig skurrile, verformte Weise geradezu als Globalitätsanalytiker. Wir kommen zu Kunst. Kunst und Paranoia, meine Damen und Herren. Ein paar Gedanken hierzu. Das hat recht viel miteinander zu tun. Absolut sich ausgebende Wahrheitsbehauptungen tragen wesenhaft das konspirative Syndrom in sich. Ihnen eignet gleichzeitige Präsenz verschiedener Symptome, die pathologischen Symptome zu erkennen geben.
Auch für dies gelten die drei von Michael Bakun formulierten grundlegenden Bestimmungen allen verschwörungstheoretischen Glaubens. Nichts geschieht durch Zufall, nichts ist, wie es scheint, alles ist miteinander verbunden. Verschwörungstheorien offenbaren sich in einer immer komplexer werdenden und undurchdringlicher gestaltenden Epoche mehr denn je als geschlossene Welterklärungsmodelle. Strategien der Sinnkonstitution im Angesicht einer überkomplexen Lebenswirklichkeit, die sich anders kaum noch zu einem sinnvollen Ganzen fügen lässt, so Karl Hepfer in dem von mir erwähnten wichtigen Buch Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft. Das ist in Bielefeld 2021 wiederum erschienen. Je unergründlicher die Wirklichkeit, desto suggestiver der Sog hin zu deren illusionistischer Auslegung. Sie expandieren nunmehr Vermöge des algorithmischen Meta-Universums, tendieren zur Infinitesimalität, was seit Jahrhunderten allein im okzidentalen Raum Juden, mutmaßlich Nächsten, Sinti und Roma, keinesfalls zufällig seit der Aufklärungsepoche auch Freimaurern, Illuminaten, Jesuiten darunter auch unterstellt wurde, hat sich gleichsam proportional zum Höchststand der Weltbevölkerung und ebenfalls mondial zur bislang extremsten Kluft zwischen Armen und Reichen radikalisiert. Die Symptomatik der paranoiden Störung zeigt in mancherlei Hinsicht Affinitäten mit der Erscheinungsgestalt von Verschwörungstheorien, auch wenn deren Auftreten zumeist mit der Anbindung an ein gleichgesinntes Kollektiv einhergeht und die Grundierung dieser Gemeinschaft offenbart auch bar aller akuten Halluzinationen ein sehr wohl psychotisch geprägtes System von Gedankenmustern. Beider Erscheinungsbild setzt wahnsystemhaft das clandestine Wirken strategisch vorgehender Kooperationen voraus, die als existenzbedrohende Mächte nicht nur den Einzelnen, sondern die Menschheit als Ganze zu beherrschen beanspruchen. Eine Art kultureller Paranoia überschreibt und übernimmt die persönliche Symptomatik. Hier vermag Freuds Begriff der Projektion als psychischer Mechanismus der Abwehr der eigenen Angst durch deren Transferierung auf einen äußeren Feindesverbund als Erklärung dienen. Paranoia also als psychische Reaktion auf innere Konflikte. Die paranoide Wahrnehmung weist dabei, und hier steuern wir auf das fixierte Beobachtungsfeld zu, die überraschenden Analogien zur künstlerischen Wahrnehmungsform, ihrer spezifischen Ästhesis auf. Die Erörterung von Wahnsinn in der Kunst erscheint bereits in der aristotelischen Theorie vom schöpferischen Genie und melancholischer Disposition. Das Thema besitzt seitdem eine beispiellose Variationsbreite. Hier interessiert es einzig in seiner Relevanz für die ganz unterschiedlichen Berührungspunkte von Verschwörungstheorien und ästhetischen Erfahrungswelten. Die besondere Modalität von deren Ästhesis, von deren Erfahrungswelten, aber beruht nicht zuletzt und keineswegs nur bei den Surrealisten auf der bewusst und gezielt fiktionalen Formierung von Wirklichkeit. Sie adaptiert gleichsam die paranoide Optik als Folie für die kreative Produktion des Kunstwerks. Eine explizite Setzung, nicht ein paranoider Zwangsmechanismus, liegt hier zugrunde.
Und Paranoia ist hierbei ebenso wenig eine beabsichtigte künstlerische Referenz, was aber Ähnlichkeiten nicht ausschließt. René Hockes An Man Ray exemplifiziert das Wort von der traditionellen Paranoia in der europäischen Kunst. Dieses Wort weist auf diese Überschneidung von künstlerischem und pathologischem Blick hin. Im Raum der artifiziellen Wirklichkeiten eignet dem Thema konspirativer Fiktion eine kaum zu überblickende Variationsbreite. Es erfreut sich in den populären Belletristiken allergrößter Resonanz und eben solcher Verkaufsaussichten. Hier müsste eine eigene Betrachtung zukommen, die sich auseinandersetzt mit dem obskuren Bedürfnis nach dem Obskuren. Hier soll sie nur am Rande Erwähnung finden. Deshalb nun zunächst einige Bemerkungen zur per se illusionistischen Disposition unserer Wahrnehmung. Allenthalben und unentwegt, aber angesichts einer im globalisierten und verbreitungseffizienten Universum kaum überraschenden Hosse, wird von Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, ja, wenngleich in laxer Gebrauchsrhetorika von Verschwörungsmythen gesprochen. Um Letzteres gleich aufzunehmen, Mythen besaßen im Altertum ja immerhin einst die ursprüngliche Dignität allgemein anerkannter Autorität, höherer Wahrheit und religiöser Seinsgewissheit. Epikur ist zu nennen, mit solchen transzendentalen Rückversicherungserzählungen. Aber war es bereits im Hellenismus vorbei, wobei Epikurs Zweifel an der Verbindlichkeit der Göttermythik auch auf den heutigen Zweifel am absoluten Vernunftbegriff nicht übel bezogen werden kann. Denn, so der Philosoph selbst, bedarf unser Leben allem anderen als der Unvernunft des leeren Meinens. Gottlos sei, so Epikur, demnach nicht der Mensch, der die Götter der Menge beseitigt, sondern der, der den Göttern die Ansicht der Menge anhängt. Und eben diese Menge gerät zunehmend zum Adressaten eines obskuren Raunens und Meinens, das ebenso zunehmend die Physiognomie einer Herrschaft des Verdachts besitzt. Jenes Verdachtes, dem angesichts des Konspirationsvirtuosen Robespierre Hegel einmal den Rang einer, so Hegel, fürchterlichen Gewalt, wenn sie denn die Gesellschaft heimsucht, attestierte, der Verdacht. Ist die Disposition zur Lüge, zur zielgerichteten Fälschung der sogenannten Wirklichkeit das originäre Ziel einer jeden künstlerischen Weltgestaltung? In der umgangssprachlichen Artikulation gilt eine Theorie dann als unbewiesene These. Theorien sind hier nichts anderes als vermutende Betrachtung von angeblichen Wahrheiten durch Denkakte, deren Erkenntnisse sich dann nicht eben selten als Wahrheiten gebärden. Nicht erst seit Platons berühmten Höhlengleichnis weiß man um die Fragilität des Wahrheitsbegriffes. Auch das durch Erfahrung gewonnene Wissen kann sich nie als Absolutum dünken. Der aller Wahrheitsprätension geltende Skeptizismus Michel de Montaignes, der besagt, dass unser jeweiliger Zustand die Weltendinge beständig umwandelt, sie bei dem epochalen Bewusstsein angleicht, scheint kaum widerlegbar. Wir können nie wissen, wie sie in Wahrheit beschaffen sind, weil es diese Wahrheit gar nicht geben kann. Nichts, aber auch wirklich gar nichts gelangt ja anders als durch die verfälschende Metamorphose unserer Sinne zu uns. Heinrich von Kleist griff zu Beginn des romantischen und zugleich realistischen Jahrhunderts, um solchen Zweifel metaphorisch zu illustrieren, den bereits eingeführten Topos von der optischen Täuschung auf. In einem Brief an seine der Zeichen- und Malkunst sich
sehr talentiert hingebende Verlobte Wilhelmine von Zenge schrieb er, ich zitiere, den berühmten Brief von Kleist. Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge zugehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist. Oder ob es uns nur so scheint. Ist das Letzte, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr. Und alles Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich, so schließt Heinrich von Kleist. Der philosophischen Reflexion, die freilich die mannigfaltigsten Wahrheitstheorien hervorgebracht hat, gilt eine, aber keineswegs die Wahrheit. Oft als ein Urteil, das mit seinem Gegenstand in der Welt übereinstimmt und sich nicht konträr verhält zum vorhandenen kohärenten System von akzeptierten Aussagen. Dabei ist die Objektivität auch eines solchen allgemeinen Wahrheitsbegriffes beständig bezweifelt worden. Die sogenannte Redundanztheorie etwa sagt, um nur ein moderneres Beispiel herauszunehmen, dass der Wahrheitsbegriff überhaupt ausschließlich aus stilistischen Gründen gebraucht wird. Nicht zuletzt, um der eigenen Behauptung zur nachdrücklicheren Evidenz zu verhelfen. Wahrheit wird demnach begriffen als im Kern subjektivistisch geprägte Weise der Weltdechiffrierung, als hermeneutischer Zugriff mithin, von dem allemal nicht klar auszumachen ist, ob dessen Wahrheitskonstruktion nicht doch immer nur meine Vorstellung ist. Der Satz, es ist wahr, ist eine Behauptung, der seine eigene Relativität notwendig impliziert. Theorien, die sich als wahr ausgeben, kamuflieren, verstecken, manipulativ aus diesem Grunde genau jenen Illusionismus, der überhaupt sowohl jeder Theorie als auch jedem Wahrheitsbegriff letztendlich innewohnt. Von solchem Absolutismus der Wahrheit unterscheidet sich der ästhetische Blick. Objekt seiner Wahrnehmung und seiner Erfahrung ist mit dem Wahrgenommenen immer auch der Wahrnehmungsakt selbst. Ästhetische Wahrnehmung impliziert als sinnlicher Erkenntnismodus sowohl den Wahrnehmungsprozess als auch uns selbst als wahrnehmende Instanz. Dennoch tritt gerade bei ihr ein entscheidendes Merkmal hervor, das mit der schlechthinigen Gegebenheit unserer biochemischen und ebenso biophysikalischen Condition humaine zu tun hat. Wir wissen nicht, ob die Welt sinn erfüllt ist, aber wir wissen, dass wir als homines sapientis mit unserem evolutionshistorisch auch herausgebildeten spezifischen Gehirn schlechterdings dazu verurteilt sind, den Dingen einen Sinn zu verleihen. Und das ist nicht zuletzt eine ästhetisierende Tätigkeit. Vielleicht ruht darin die Bedingung unseres Weltbegriffs und zugleich Form unserer Sinn- und Verstandeswelt. Es gerät in diesem Zusammenhang das oft zitierte, auch die Wissenschaft unter die Optik des Künstlers stellende Wort Friedrich Nietzsches, ein berühmtes Wort aus der Geburt der Tragödie, in den Sinn. Die Geburt der Musik aus dem Geiste der Tragödie. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Man könnte die Dinge umkehren. Bei Nietzsche jedenfalls heißt es, denn nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt.
Meine Damen und Herren, bei Franz Kafka im Prozess heißt es, und so habe ich jetzt meinen Vortrag auch mal benannt, die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Ja, Franz Kafkas Satz aus dem 9. Kapitel von Der Prozess erkennt aus der Perspektive dessen, gegen den sich alles zu einem geschlossenen Verschwörungssystem formiert hat, einen universalen, ubiquitären Raum gezielter Fälschung. In gewisser Weise stimmt diese Behauptung durchaus überein mit jener, die Lüge rehabilitierenden, ja zum Fundament unserer Wahrnehmung machenden Sicht Oscar Wildes. Wenn jemand so fantasielos ist, sagt Wilde, eine Lüge mit Beweismaterial zu stützen, kann er ebenso gut gleich die Wahrheit sagen. Das lesen wir in seinem kulturkritischen Dialog über den allerorts zu konstatierenden Verfall der Lüge. Darin vergleicht der irische Schriftsteller mit geschliffener Ironie das Geschäft des mit der Wahrheit laborierenden Ästheten mit der höchst virtuosen Kunst des wahren Lügners. Wie man den Dichter an der Schönheit seines Musikalischen erkennt, schreibt Wilde, so wird der Lügner nach dem Reichtum seiner rhythmischen Abstufung beurteilt. Und in beiden Fällen kann keinerlei Inspiration des Augenblicks eine zufriedenstellende Leistung schaffen. Hier, wie überall, muss die Übung der Vollendung vorhergehen. So weit. Die Fälschung der Wirklichkeiten geschieht nach ihm bereits im genuinen Vorgang ihrer Darstellung des Gegenstandes. Nie kann dieser identisch sein mit der Form, in der er uns im Begriffsgewand der Sprache entgegentritt. Die Lüge ist demnach ein künstlerischer Akt und damit, so wiederum Wilde, das eigentliche, ich zitiere wörtlich, Ferment der Kultur. Und die Wahrheit ist im Grunde immer nur eine, so Wilde, Frage des Stils. Die Wahrheit als Frage des Stils. Nun. Schließlich das zugespitzte Axiom, wonach unser aller Disposition gleichsam zum Rang eines Gleichbleibenden in der Natur oder im Wesen des Menschen promoviert wird. Wahr sei, so weit, dass das Leben die Kunst weit mehr nachahme als die Kunst das Leben. Genau dies sei, so weit, eine Theorie, die nie zuvor aufgestellt wurde. Unmittelbar, meine Damen und Herren, unmittelbar nach Mozarts Tod und durchaus unterstützt von seiner Witwe Konstanze verbreiteten sich die Verschwörungstheorien um seinen Tod. Sie flankieren bis heute die verschiedensten Hypothesen über die krankheitsbedingten Todesumstände. Als Mozart am 5. Dezember 1791 kurz nach Mitternacht starb und in den darauffolgenden 2 Tagen in einem mehrfach belegten sogenannten Schachtgrab von St. Stephan eingesegnet und beigesetzt wurde, artikulierte sich der Verdacht gezielter mit toxischen Substanzen herbeigeführter Ermordung noch nicht. Bald darauf aber tauchte er in einer Gazette erstmals auf. Nur eine Woche später wurde in einer gerade erst gegründeten und vom Berliner Hofkomponisten Johann Friedrich Reichardt herausgegebenen musikalischen Wochenblatt-Publikation der Verdacht geäußert, Mozart sei vergiftet worden, weil sein Körper nach dem Tode angeschwollen sei. In derselben Nummer tauchte ohne Zusammenhang mit dieser Unterstellung wiederholt. Der Name des Hofkapellmeisters Antonio Salieri auf. Kurioser, aber wohl kaum zufälligerweise wurde dieser kurz darauf erstmals als Urheber des frühen Todes seines angeblich verhassten Konkurrenten verleumdet. Eine unstillbare Eifersucht
Auf des jüngeren Tonsetzers ursprüngliche Genialität habe diese Rachetat ausgelöst, weil man ihm Eifersucht auf Mozarts Erfolge unterstellte. Vielleicht Salieri durch verlässliche Zeugen, darunter Beethoven, ebenso Gutachten, Krankheitsbefunde und dergleichen mehr weitgehend mehrfach rehabilitiert wurde, weitete man nunmehr den Kreis der für die Mordtat Verdächtigen aus. Hinzu traten neben Nahestehenden jetzt die Freimaurerlogen. Der Freimaurer Mozart hatte zusammen mit dem Freimaurer Schikaneder noch in der im Todesjahr vollendeten Zauberflöte Symbole seiner eigenen Logenzugehörigkeit eingearbeitet. Wie zuvor übrigens schon in seinem Werk. Kaum verwunderlich, dass nun auch die Jesuiten und ja, wie auch anders, ebenso stereotyp die Juden verdächtigt wurden. Am Ende gab Mozarts eigene Frau Konstanze. Der Mediziner Reinhard Ludewig bilanzierte detailliert den pathologischen Hintergrund 2006 einmal im Deutschen Ärzteblatt. Sehr interessanter Artikel. Angenommen wird, dass die Vergiftung absichtlich oder versehentlich ausgelöst wurde durch Quecksilber und in den seinerzeit viel gebräuchlichen Verbindungen dieses Schwermetalls erschien, besonders das Sublimat als Mordgift geeignet, weil es damals als Lues-Prophylaktikum und Therapeutikum relativ gut zu beschaffen war, also gegen die Syphilis, geschmacklich unauffällig ist und schon in kleinsten Dosen tödlich wirkt. Die entsprechende Intoxikation wurde offenbar nicht selten eben mit der Syphilis verwechselt. Salieri litt unsäglich unter den Unterstellungen. Noch als Moribunder beschwor er einen Schüler Beethovens, er selbst ein Schüler Beethovens, der Welt auf, bevor er ein Schüler Beethovens, der Welt auf Treu und Glauben zu versichern, dass absolut nichts Wahres an dem absurden Gerücht sei. Am Ende soll, so wurde kolportiert, der gänzlich zerrüttete selbst von Vergiftungsphantasmagorien heimgesucht worden sein. Den eigenen dynamischen Mechanismus des zu einem globalen Flächenbrand sich ausweitenden Gerüchts haben Gioacchino Rossini und sein Librettist Cesare Sterbini in der komischen Oper Il Barbiere di Siviglia unvergleichlich festgehalten. Die Verleumdung, sie sei ein Lüftchen, singt der misanthropische Musiklehrer Don Basilio im ersten Akt. Noch zurückhaltend, zu Beginn der Bassarie jede Silbe scharf betonend, entfaltete er eine Dramaturgie der Verleumdung. Er beschwört deren zunächst von einem kleinen Lüftchen ausgehenden, dann freilich unaufhaltsam anschwellenden Energie, eine sich verselbstständigt habende Gewalt, die am Ende in einem explosiven Crescendo flankiert von orchestralen Kanonaden in die nahezu schreiend verkündigte restlose Vernichtung des inkriminierten Objekts terminiert. Verschwörung, Verleumdung. Ich zitiere das, was Don Basilio so wunderbar in der Bassarie singt, einmal. Die Verleumdung, sie ist ein Lüftchen, kaum vernehmbar, in dem Entstehen. Leise und leise ist sein Wehen, horcht und fängt es an zu säuseln. Immer näher kommt es her, sachte, sachte, nah zur Erde, kriechend, schleichend, dumpfes Rauschen, wie sie horchen, wie sie horchen, wie sie lauschen, wie sie lauschen. Und das zischelnde Geflüster dehnt sich feindlich aus und düster. Und die Klugen und die Tröpfe und die tausend hohlen Köpfe macht sein Sausen voll und leer. Und von Zungen geht's zu Zungen. Das Gerede schwellt die Lungen. Das Gemurmel wird Geheule, wälzt sich hin mit
Hast und Eile und der Lästerzungenspitzen zwischendrein mit Feuerblitzen und es schwärzt sich Nacht und Schrecken, schaurig immer mehr und mehr. Endlich bricht es los, das Wetter, unter grässlichen Geschmetter. Durch der Lüfte Region tobt wie Brüllen der Kanonen und der Erde Stoß und Zittern, wie der Halt des in Gewittern, in der Blitze Höllenschund und der Höllenschlund und der Arme muss verzagen, den Verleumdung hat geschlagen. Schuldlos geht er dann, verachtet als ein Ehrenmann zugrund. Ja, schuldlos geht er dann zugrund, geht er zugrund. Nun, hier wird der Rufmord, hier wird der Rufmord mit der Konspiration, mit der Verschwörung gegen einen Einzelnen natürlich identifiziert. Es war Alexander Puschkin, der berühmteste aller russischen Poeten, der in seinem Versdrama der kleinen Tragödie Mozart und Salieri aus dem Jahre 1830 die Rivalität der beiden Tonsetzer dazu heranzog, um zwei konträre Typen des künstlerischen Schaffensprozesses zu porträtieren. Den Kontrast zwischen dem ingenuösen Götterliebling Mozart, dem die musikalischen Inspirationen nur so zufallen, und dem disziplinierten und ewig grübelnden, dann aber durchaus ertragreichen Handwerker Salieri. Salieri vergiftet in diesem Dramolett Puschkins den in einer Art Hassliebe bewunderten und ebenso beneideten jungen Komponisten. Er selbst, Salieri, verkündet am Ende seine Tat legitimierend die Allianz von künstlerischer und krimineller Disposition. Ich zitiere: Ewig vereinbar sind doch Verbrechen und Genie. Dass ausgerechnet ein Opfer konspirativen kollektiven Rufmords mit diesem Stück eine Fiktion fortschritt, die 1898 als Oper von Nikolai Rimski-Korsakow in Moskau zur Uraufführung gelangte, entbehrt nicht aller tragischen Ironie. Puschkin selbst, seiner afrikanischen Herkunft halbe allemal von der zaristischen Hofkamarilla immer wieder einmal verhöhnt, er wurde selbst zum Opfer einer Verschwörung, die ihn in anonymen Briefen zum Ordensgroßmeister des Hahnrei-Ordens machte. Das auf diese bösartige Invektive folgende Duell endete für ihn tödlich. Rund 1,5 Jahrhunderte nach Mozart und Salieri, diesem Dramolett von Puschkin, und natürlich auch lange nach Rimski-Korsakows Vertonung, nahm der britische Dramatiker Peter Schaffer den hartnäckig sich perpetuierenden Stoff in seinem Stück Amadeus erneut auf und unterstellt Salieri den Schutzpatron aller Mittelmäßigen, so heißt es, selbst die Erkenntnis Verursacher des Todes Mozarts gewesen zu sein. Er nimmt sich als Greis mit einem Rasiermesser dann endlich das Leben. Milos Formans äußerst erfolgreicher Film Amadeus aus dem Jahre 1984 beruhte eben auf Schaffers Stück. Und Schaffer selbst schrieb dazu das Drehbuch, an dessen Ende Salieri in der Irrenanstalt das Echo von Mozarts Lachen zu vernehmen glaubt. Georg Büchners aufgrund seines frühen Todes nicht vollendete lose Szenenfolge Woyzeck war der zweite Versuch des Arztes und Dichters zu einer Ästhetik des Pathologischen. Der Dichter Lenz glaubte in der gleichnamigen Erzählung Büchners unter einem Wetterleuchten fremde Stimmen zu hören, glaubt einen Triumphgesang der Hölle in sich wahrzunehmen. Hören Sie denn nichts, hören Sie denn nicht die entsetzlichen Stimmen, die um den ganzen Horizont schreit, um die man gewöhnlich die Stille heißt. Seit ich in dem stillen Tal bin, höre ich es immer, immer. Es lässt mich nicht schlafen. Wolfgang Riems Kammeroper Jakob Lenz lässt aus rhythmisch
und harmonisch bohrend sich wiederholenden Konstellationen, Halluzinationen auftauchen, ein dämonisches Ensemble fremder, innerer Stimmen in einem hermetischen Klangraum der Ausweglosigkeit. Der Stadtsoldat Wojciech wiederum, ein zu ernährungsphysiologischen Studien auserwähltes Versuchopfer der medizinischen Wissenschaft, glaubt ebenso daran, Stimmen zu hören. Anderes, so sagt er beim Steckenschneiden. Anderes, ich kann nicht schlafen, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich sie doch immer und ich höre die Geigen immer zu, und dann spricht's aus der Wand, hörst du nichts. An anderer Stelle werden die Stimmen identifiziert in assoziativer Assonanz, mutieren die alles untergrabenden Maulwürfe zu Freimaurern. Ja, so heißt es anderes. Das ist er. Der Platz ist verflucht. Siehst du den leuchtenden Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen? Da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf. Er meint, es sei ein Igel. 3 Tage und 3 Nächte. Er wurde Zwerg und er war tot. Leise, das waren die Freimaurer. Ich habe es aus. Hörst du es anderes? Hörst du es? Es geht neben uns, unter uns fort. Die Erde schwankt unter unseren Sohlen. Die Freimaurer, wie sie wühlen, erreißt ihn mit sich. Bist du ein Maulwurf? Sind dein Ohr voll Sand? Hörst du das fürchterliche Getös am Himmel? Dass dieses fantasierte Getöse als freimaurerisches Komplett, als freimaurerisches Komplott, Entschuldigung, in der Daseinsangst des unglückseligen Stadtsoldaten in Opern von Alban Berg und sehr interessant übrigens auch von Manfred Gurlitt kompositorisch zum Ertönen gebracht wurde, ist kaum verwunderlich. Meine Damen und Herren, Richard Wagners antisemitische Essay »Das Judentum in der Musik« erschien in 2 Folgen im September 1850 in der neuen Zeitschrift für Musik unter dem sonderbaren Pseudonym K. Freigedank. Antisemitisch war der eine veritable Verschwörungstheorie zeitigende Text, der in den Passus »Die Erlösung Ahasvers, der Untergang« mündete, obgleich er noch von dem ersten Auftauchen der diskriminierenden Signatur »Antisemitismus« geschrieben wurde. Antisemitisch und nicht antijüdisch deshalb, weil er mit biologistischen Kategorien zu Werke ging. Er spricht expressis verbis von der jüdischen Natur. Das laut Wagner unwillkürlich abstoßende Zitat, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat, wurde nicht nur vom Essayisten hypostasiert, sondern ebenso vom Komponisten Wagner selbst in seinem Werk. Darüber ist unendlich breit und viel diskutiert worden, und das von der weltweiten Wagner-Gemeinde schlüssig erhellt werden konnte, dass dergleichen abstoßende Wirkung nicht Pate gestanden hat bei der Gestaltung von Figuren wie Mime im Rheingold an dem Siegfried oder Beckmesser in den Meistersingern von Nürnberg, um nur 2 Beispiele auszuführen. Und kurios mutet es an, dass der Name Freigedenk freilich ohne Wagners Absicht an die Verse Süßkind von Trimbergs erinnert, des wohl jüdischen deutschen Spruchdichters aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts. Wie hieß es bei ihm? Gedanken kann niemand verwehren, den Toten noch den Weisen, darum sind auch Gedanken frei, die für jedes Ding auf Erden. Ja, Gedanken sind frei, Gedenke, niemand kann erwehren, den Toren noch den Wiesen, darum besinnt, Gedenke, fri auf aller Hände Sache, Herz unde Sinne dur gemacht, so heißt es. Ja, nochmals. Nicht originäre, sondern einzig mimetische Produktivität weist Wagner seinem Feindbild, den Juden, und zwar mit einem bestimmten Artikel so benannt, zu. Ebenso dessen genuine Unfähigkeit zur Akkulturation. Zitat: Unsere ganze europäische Zivilisation und Kunst ist aber für den Juden eine fremde Sprache geblieben.
Es hat der Kultur nicht gelingen wollen, die sonderliche Hartnäckigkeit des jüdischen Naturells in Bezug auf Eigentümlichkeiten der semitischen Aussprechweise durch 2000-jährigen Verkehr mit europäischen Nationen zu brechen. Das schreibt später der, der in seinen frühen Kompositionen auch einmal unter anderem den deutschen Dichter Heinrich Heine vertont hat. In Wagners Spätschriften freilich verdichtet sich noch vor der Erfindung der verschwörungstheoretischen Protokolle der Weisen von Zion dieses Ressentiment zur Imagination einer die Welt gefährdenden Macht. Er, Zitat, sagt im heftigen Scherz, es sollten alle Juden in einer Aufführung des Nathan verbrennen. Zitat Ende, verzeichnet Ehefrau Cosima im Dezember 1881. An anderer Stelle finden sich die Worte, Zitat, in der Natur ist es so beschaffen, dass überall, wo etwas zu schmarotzen gibt, wo es etwas zu schmarotzen gibt, der Parasit sich einstellt. So Wagner 1865 in seinem Tagebuch und er fügt hinzu, ein Sterbender wird sofort von den Würmern gefunden, die ihn vollends zersetzen und sich assimilieren. Nicht anders bedeutet im heutigen europäischen Kulturleben das Aufkommen des Juden. Und derlei Zitate gibt es in großer Menge. Und hier jetzt nicht weiter zu kommentieren und nur als, ja, als ein weiteres Beispiel des manifesten Verschwörungssyndroms des Komponisten anzuführen, eine der radikalsten Injurien Wagners, die dem Judentum eine nachgerade anthropophagische Provenienz, eine kannibalistische Provenienz unterstellt. Zitat, die Verderbnis des Blutes, auch durch degenerierende Vermischung des heldenhaften Blutes edelster Rassen mit dem zu handelskundigen Geschäftsführern unserer Gesellschaft erzogener ehemaliger Menschenfresser. Wagner gerät unter dem Einfluss des populistischen und rassistischen Verschwörungstheoretikers des Grafen Gobineau bis hin zu jenen obskuren Behauptungen eines sich in, Zitat, jener wundervollen Geburt sublimierenden Blutes des Nazareners, gespendet, jetzt wieder Zitat, dem ganzen menschlichen Geschlechte zur edelsten Reinigung von allen Flecken seines Blutes, Zitat Ende. Derlei Rassismen nehmen vorweg, was Wagners Schwiegersohn Houston Chamberlain dazu veranlassen musste, die jüdische Herkunft Jesu überhaupt in Zweifel zu ziehen, den Gedanken finden wir bei Wagner schon. Der Mythos vom arischen Jesus, ein roter Faden, wie Sie vielleicht wissen, gipfelt dann noch viel später in Goebbels Behauptung, Zitat, Christus kann gar kein Jude gewesen sein, Zitat Ende. Davon, wie ein einzelner Mensch zum Verfolgungsobjekt der, um mit Ibsen zu sprechen, kompakten Majorität eines fanatisierten Mobs werden kann, eines von verschwörungstheoretischen Ausschließungsideen mobilisierten Mobs werden kann, zeigt uns die von Benjamin Britten vertonte ostenglische Geschichte von Fischer Peter Grimes, diese Oper im zerbombten London, uraufgeführt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sowohl das Porträt eines entweder unschuldigen oder schuldig gewordenen Außenseiters, der unter dem anklagenden Blick der anderen von einem gewissen Zeitpunkt an wie Kafkas Josef K. oder Max Frischs Bühnenfigur André aus dem Stück Andorra beginnt, sich dem Zerrbild, das die Gemeinde vorgegeben hat, dem Zerrbild von ihm, sich anzuverwandeln. Frischs Grundidee, der Prozess einer Bewusstseinsveränderung bis hin zur Annahme, dass der aufgezwungenen Identität als schicksalshafte Fügung durch den Blick der anderen, entstammt genau dem gleichen Zeitraum, in dem Britons Oper erstmals auf die Bühne gelangte. Am Ende, als dem Nordseefischer Grimes nur noch der Freitod Rettung vor
vor der andrückenden Gemeinde, dem Mob, sein kann, hat Britten die ekstatische Eskalation des gegen ihr Hassobjekt verschworenen Kollektivs in einer sich tumultuös akkumulierenden Musik festgehalten. Sie kulminiert in einem gewaltigen, im Unisono gesungenen Chorcrescendo. Zuletzt wird sogar der Name des Verschwörungsopfers, Grimes, zur Signatur seiner Andersheit. Die letzten Verurteilungsrufe des Mobs machen keinen Unterschied mehr zwischen Grimes und Crimes. Ein verschwörungstheoretisches Opfer sondergleichen. Und meine Damen und Herren, nun ein letztes Beispiel für die verschwörungstheoretische Konstruktion einer Geheimunterwanderung führt in unserem im 20. im vorausgegangenen Jahrhundert in den Laurel Canyon, gelegen am Rande von Los Angeles, in den Hügeln Hollywoods. Dort lebte und komponierte Mitte der 60er Jahre eine musikalisch äußerst produktive Bohème, zu der bisweilen auch Berühmtheiten wie die Beatles stießen. Das Ende dieser nicht zuletzt den Vietnamkrieg in zahlreichen Songs attackierenden Kolonie brach an, als die Manson-Morde im August 1969 geschahen. Sie bewirkten, dass sich der Schatten des Verdachts auch über diese Kolonie verbreitete. Zum Höhepunkt dieses Verdachtes führten die Veröffentlichungen eines der prominentesten Verschwörungstheoretikers unserer Zeit, David McGowan, ein investigativer Journalist, Buchautor und Internetaktivist, ein früher Bezweifler der offiziellen Berichte der US-Regierung über die Ereignisse vom 11. September 2001, der Realität auch der Mondlandung oder des Marathonanschlags von Boston. Dieser Verschwörungstheoretiker, dieser so unendlich prominente Verschwörungstheorie, mutmaßte eine geheime, durch die CIA geplante Mission der Musiker und Musikerinnen. Deren Hippie-Kultur und deren Musik sollte angeblich die politische Antikriegsbewegung der pazifistischen amerikanischen Jugend sedieren. Aus der Tatsache, dass so zahlreiche Artists aus Armeefamilien kamen, folgte McGowan, dass sie immer noch gelenkt von der Ideologie des gerechten Krieges sich für diesen Komplott instrumentalisieren ließen. Zu den solcher Art Inkriminierten zählten neben vielen anderen Frank Zappa oder Joni Mitchell, David Crosby, Jim Morrison oder Stephen Stills. Auch diese Verschwörungstheorie stieß mit ihren obsessiv zusammengetragenen und zielgerichtet umgewandelten Fakten auf gewaltige Resonanz. Alle offenkundigen Gegenbeweise vermochten sie lange nicht zu vermindern. Was am Ende freilich in Erinnerung blieb, war dann doch einzig die Musik. Sie handelte diese Musik nicht zuletzt von den ermordeten Studenten von Ohio. Tin Soldiers and Nixon's Coming, We're Finally on Our Own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio oder Jim Morrison's Lied vom Unknown Soldier, Make a Grave for the Unknown Soldier nestled in your hollow shoulder. Das als Verschwörungstheorie abzutun, zeigt uns die Absurdität dieses Genres erneut. Meine Damen und Herren, und mit diesen letzten Worten, Make a Grave for the Unknown Soldier, möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich von Ihnen. Vielen Dank.